Also er muss ein Edelstahlgebiss haben. Tamme Hanken, ein riesiger Ostfriese, dessen Hände heilen können. Das ist Chaos, ist das. So ein Beschlag. Wenn ich das sehe, tun mir die Füße selber schon weh. Na, Zwecknase. Egal wie klein, egal wie weit der Weg, Tamme Hanken hilft, wo immer er kann. Und wer sich wehrt, der lernt ihn kennen. Ein Mann, ein Geländewagen, eine Mission. Knochenbrecher in Ostfriesland, da, wo Familien die immer gleichen Namen tragen, seit Hunderten von Jahren. Hier links zum Beispiel ist Heinrich Dün. Landwirtschaft, haben wir auch noch ein schönes Pferd hier. Rechts ist Johann Dün. Ein Dün jagt hier den anderen, ist alles Familie, ist alles Verwandtschaft. Eine Susanne Dün, die hat dann einen Jansen aus Spolz geheiratet und das war wiederum mein Großvater. Ich sage immer, unsere Ahnentafel ist so lang. Adam, seine Eva, war eine geborene Hanken. Hier auf dem platten Land ist Tamme Hanken eine Legende. Größe 2,10 Meter, Gewicht 160 Kilo. Berufung heilen. Einer, den man holt, wenn es im Stall Probleme gibt. Dieser Wallach kann nicht mehr laufen. Ja, 2 Wochen, also seit 3 Wochen geht er ganz, ganz schlecht. Einmal rückwärts richten. Neben Tamme Hanken nimmt sich der Wallach wie ein Pony aus. Doch die Masse allein macht es nicht. Der Mann aus Filsum vertraut auf sein Gespür. Hanken fühlt, was andere nicht mal messen können. Nerven, die eingeklemmt sind, die haben einen ganz kleinen Faktor an Kriegsstrom. Hier gehen die Impulse nicht durch. Und dieses bisschen Kribbeln, das reicht. Ja, da wollen wir suchen. Gespür sitzt nicht drin. Guck, da geht ganz einfach. Jetzt halte ich den Nerv fest, löse einen Reflex aus und weg damit. Und wenn ich drüber fahre mit meinen Händen, das ist genau, als wenn ein Computerfachmann mit seinem Scanner los arbeitet, wird fühlen, denken und tun. Das ist innerhalb Bruchteilen von Sekunden ein Bild und dann geht's weiter. Ja, hier oben ist es auch nicht. Bursche. Knochenbrecher nennen die Ostfriesen ihre Heiler. Wer Tamme Hanken bei der Arbeit sieht, der weiß warum. Ja, wenn ich jetzt zum Tierarzt gegangen wäre, dann hätte ich abspritzen, was hätte ich noch gemacht? Vorführen, Röntgen, wer weiß, was das gekostet hätte. Das habe ich mit ihm alles durchgezogen. Ich war bei 4 Tierärzten in einer Tierklinik, das hat ein Heidengeld gekostet. Und dann muss man immer vortragen. Und wenn das Pferd dann irgendwann klar läuft, dann heißt es, das ist das Gelenk, was kaputt ist. Und dann wird irgendwas angeblich gespritzt, was funktioniert, aber also ich habe da keine guten Erfahrungen mitgemacht. Draußen vor der Tür soll sich zeigen, ob der Wallach endlich wieder läuft. Ja, zurück. Der Meister, zufrieden. Eine Viertelstunde, ein Wallach auf dem Weg der Besserung. Gut, er lässt die Schulter wieder gerade in der Bewegung, das ist schon mal was wert. Geh du ruhig bei und stretch ihn die Beine abends mal ganz hoch, hier immer vom stehenden Bein lang. So nach vorne. Ja, und Schritt führen kann nicht schaden, dass die Entzündung besser rausgeht. Bewegung ist das Beste. Kranke Pferde gibt es viele. Hanken! Eine Kundin aus Bremen ruft an. Ja, ich kann morgen sowieso nicht mit dem Hänger fahren, sonst kriege ich heute gar nicht rein. Ich habe morgen unheimlich was auf dem Schuh. Gar nicht mit dem Gaul den ganzen Tag unterwegs. Eine Anfrage aus Frankfurt. Was würden sowas kosten? Gut, dass wir einen Rechner im Auto haben. So, mal 14. Plus Mehrwert sind das 750 Euro. So. Okay, und da ist aber Elektrolyte, diese ganze Geschichte. Elektrolyte und sowas sind da drin. Aderlass, weiß ich nicht, was das kostet. Aber da können wir doch drum telefonieren. Dann ein krankes Pferd an Ostfrieslands Küste. Moin. Ich habe in Husein 3-jährigen Wallach die Treckensuppe. Wo bist du denn überhaupt, Herr Hus? Wo ist das? Deichstraße 3. Deichstraße. Bitte. Der letzte Anrufer wohnt etwas weiter draußen, auf der Insel Baltrum.
Der Mann hinter der Sonnenbrille heißt Jörg Heeren, ein Tierarzt. Wenn der Veterinär nicht mehr weiter weiß, ruft er Tamme Hanken. Der Schulmediziner und der Heiler arbeiten seit Jahren zusammen. Der Anmarsch des Knochenbrechers zieht sich. Autos sind auf Baltrum verboten. Weiter hinten toben zwei Haflinger über die Insel Weiden. Der dritte will seit Tagen nicht mehr raus. Doch die Urlaubssaison fängt bald an. Der Kutscher braucht sein Pferd. Der Tierarzt greift zum Stethoskop, vermutet eine Kreislaufschwäche. Der Knochenbrecher bückt sich nicht mal. Ein scharfer Blick muss reichen für eine erste Diagnose. Halt ihn nochmal wieder ein bisschen am Kopf. Na, so. Jetzt gibt es eine Spritze. Ja, aber ich denke mal, du bist ein so gutes Pferd. Kein Problem denn mit dir, ne? Ah, Blut hast du ja noch. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn das Blut läuft, dann lebt er noch. Ja. Jörg Heeren bemüht Spritze und Chemie. Dann übergibt der Schulmediziner an den Heiler. Ich würde sagen, da oben ist ein Stückchen gerade, dass wir da einmal so einmal hin und her laufen. Ja. Wenn er ganz eben läuft, sehen wir es besser. Bekenntnisse eines Tierarztes. Wenn ich mir mit normalen Mitteln nicht weiter weiß und vor allen Dingen, wenn ich Leute nicht zur Klinik wollen, eine Klinik ist auch sehr, sehr teuer, dass sie dann nochmal bei Tamme vorbeischauen. Wenn ich meine, Tamme hätte eine Chance, dann sage ich ihnen, sie sollen mal bei Tamme reinschauen. Und wie erklärt sich der Schulmediziner Tamme Hankens Fähigkeiten? Gute Frage. Lässt sich nicht erklären. Es lässt sich nicht immer alles erklären. Natürlich hat er ein gewisses Gefühl, einfach ein Feingefühl und hat einen Sinn für Anatomie und Bewegungsabläufe. Und das, denke ich mal, kombiniert sich bei ihm zusammen. Aber wie kann einer Nerven fühlen, einfach so mit bloßen Händen? Gute Frage. Frag mich was. Ich weiß es nicht, dann würde ich das machen. Einfach einige Fälle, muss man objektiv sagen, wo Verbesserungen da sind, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. So, und das finde ich ist immer ein Grund, das zu versuchen. Ein pragmatischer Tierarzt, ein kurierter Haflinger. Rückzug aufs Festland. Der Hankenhof in Vilsum, Landkreis Leer. Familiensitz und Pferdeklinik. Auf der Bank Tamme Hanken Senior, genannt Opa. Opa will seine Ruhe und spricht nicht gern mit Fremden. Doch mit der Ruhe ist es lange vorbei. Carmen Hanken, links im Bild, hat ihren Mann selten für sich allein. Und immer dieselbe Frage, wie wird einer Knochenbrecher? Sowas ist im Grunde genommen das Angebot. Man fühlt irgendwann mal was und denkt sich da gar nichts bei, groß und so weiter. Aber wir hatten ja in der Familie nun immer jemanden, der es konnte. Und ich war immer ein Verrückter auf Pferden. Ich habe immer, wo ein Pferd war, da war ich auch. Das war immer meine Welt. Und das ging so schnell dann anschließend, dass wir dann abends, wenn was angelegen hat, irgendwo ein Pferd lärm bei Kumpels oder dergleichen, dann hat man dort eine Gerstenkaltschale zu sich genommen und ein Pferd eingerenkt. Das war halt so. Wallach Frederik hat schlimmen Husten. Frederik und das Ehepaar Hess blicken zurück auf 8 Jahre Leidensgeschichte und eine dicke Krankenakte. Vor fachkundigem Publikum fällt Tamme Hanken die erste Diagnose des Tages. Ihr habt einen Kupfergebiss im Reiten. Ein Griff ins Maul, Knochenbrecher müssen zupacken. Das da unten, das rote, entzündliche, ist eine Allergie auf Kupfer. Also er muss ein Edelstahlgebiss haben. Ja, er kaut auch viel. Ja. Normales Edelstahl, silbernes Gebiss rein. Ja. Wallach Frederik hatte eigentlich nur Husten. Und zurück. Doch Tamme Hanken erkennt das viel größere Problem. So, der andere war nur spannig, aber dieser läuft hinten lahm. Und nun? Ja, müssen wir sehen, wo der Fehler liegt. Guck dir mal nach vorne hin. Und der wird hier kann ich... Das Eisen liegt nicht mal am Huf an, vorne. Es ist zwar noch hochgeschmiedet, soll ein bisschen Zehenrichtung sein, aber was ist denn das? Hier kann ja der Kuckuck durchfliegen. Dieser Beschlag, das ist ein granatenmäßigen Ding.
Das ist Chaos, ist das. So ein Beschlag. Wenn ich das sehe, tun mir die Füße selber schon weh. Ja, da bezahle ich auch immer ganz viel Geld. Wir machen das gleich anders. Wir gehen eh zu unserem Schmied, der guckt sich das an und dann kriegt ihr für nächstes Wochenende einen Termin beim Beschlagen, damit die Welt wieder rund wird. Wann wollt ihr nächsten Sonnabend das machen, Johann? Der muss eine Beschlagtung haben, das ist schon unglaublich. Der muss Keile haben, der ist ja so platt geschnitten worden. Ja, ja, und guck ihm hinten. Innenseite viel zu tief, da kann kein Pferd mitlaufen. Darum kabbelt der auch nur so hin, das ist so ein schickes Pferd. Der muss zum Leben erweckt werden. Wie spät wollt ihr kommen nächste Woche? 10 Uhr? Ja, können wir machen. Kaum ein junger Hufschmied lernt noch, wie man solche Eisen macht. Johann Wilms schmiedet eine sogenannte Zehenrichtung, damit das Pferd ohne Schmerzen laufen kann. Das ist wichtig beim Eisen, eine Zehenrichtung, dass das Eisen hier rundherum anliegt. Und wenn ich hier vorne drauf drücke, dann muss das abrollen. Das ist eine Zehenrichtung. Wenn ich hier drücke, so mit den Aufzügen, mit den Eisen, mit den neuen Eisen, mit zwei Aufzügen, dann kann ich hier so viel drücken, wie ich will. Das Eisen rollt nicht ab. Der Huf, der kann nicht abrollen. Der knickt ab, aber nicht rollt, der rollt nicht ab. Und das heißt ja, der Huf soll abrollen und nicht abknicken. So sieht das aus. Frederik und sein Stallgenosse Harkon haben zwei Gänge in der Pferdesauna hinter sich. Herr und Frau Hess scheinen mitgenommen. Nichts ahnend kamen sie in die Klinik. Dort fanden sich eine Kupferallergie, schiefgeschnittene Hufe und katastrophale Hufeisen. Dazu noch der Husten. Dutzende Medikamente hat Frau Hess schon ausprobiert. Und dann zu den Medikamenten nehme ich ja noch immer jede Menge Kräuter und alles mögliche homöopathische Mittel, was man sich vorstellen kann. Ne? Hab da noch Pfefferminz selbst angebaut im Garten. Kriegen sie auch, aber es nützt nichts. Und dann auch das noch. Frederik keilt unter der kalten Brause aus. Frau Hess bleibt heute nichts erspart. Nebenan staunt eine Dame über den letzten Schrei in der Klinik des Knochenbrechers. Ein Laufband unter Wasser. Aquajogging gegen Muskelschwäche und Gelenkleiden. Und Arme steif oben, oder wie? So kann ich ihn. Plötzlich steht eine alte Frau vor Tamme Hanken und klagt über heftige Schmerzen im Arm. Dann müssen wir da eben nach gucken. Dann kommen Sie mal mit. Dann wollen wir mal dem gucken. Immer üben. So, ich halte hier jetzt den fest und nur hoch die Pfoten. Menschen behandelt der Knochenbrecher nicht oft. Immerhin, ein wenig lässt sich der Arm schon heben. Wisst ihr, das geht. Ganz locker. Das ist locker. Während Tamme Hanken noch die alte Frau zwischen den Fingern hat, wird im Stall ausgemistet, gefüttert und eine Stute hübsch gemacht. Die blonde Carmen aus dem Rheinland gab vor 2 Jahren ihren Job auf, zog nach Filsum und wurde Tamme Hankens Frau. Was der riesige Ostfriese im Vorbeigehen erledigt, fällt allen anderen deutlich schwerer. Auch sonst scheint das Leben auf Tamme Hankens Hof nicht immer einfach. Weil er anders ist und anders aussieht, läuft sein Leben halt ja auch ein bisschen anders. Die Leute machen das also, was er gerne möchte. Ich habe da immer so ein bisschen Probleme mit, wenn ich sage, man muss Dinge miteinander abstimmen. Das dann zeitlich gesehen, eigentlich nur zeitlich gesehen. Alles andere kriegt man ja logischerweise hin. Aber so miteinander zeitlich was zu machen, ist dann schon schwierig, weil für Tamme gibt es keine Zeit. Er trägt keine Uhr und im Endeffekt richtet sich für ihn die Zeit danach, wie er eben mit seinen Dingen fertig ist, die er dann gerade eben machen will. Ne? Der Knochenbrecher muss nochmal vom Hof. Die Kuh eines Nachbarn braucht Hilfe. Irgendwo rechts muss die Kuh liegen. Nach einer Kuh zu Feierabend. Ich hasse dieses Rindvieh. Hanken? Hallo. Wo bist du? Alle Tour der Hose oder was? Nee, ich bin Ukraine. Ist doch wer wie Jau denn? Ja, mein Maul ist da. Einen Moment. Ja,
doch, das kann ja was geben. Junior ist weg und jetzt Oma. Oma und eine Kuh eindrängen. Katastrophe. Das ist das Grauenfall, dass eine Kuh so dunstet. Ist so. Wir haben eine, darum habe ich auch eine Pferderia und nicht ein Kuhsanatorium. Du hast die Frau. Ja, oh, Mord. Die Mutter des Bauern bringt den Knochenbrecher hinters Haus zu einer humpelnden Kuh. Tamme Hankens schlimmste Befürchtungen werden wahr. Tagelang hat das Tier im Dreck gelegen und stinkt nach Mist. Es dunstet. Für den 2-Meter-Mann ein Graus. Das Hüftgelenk ist stark entzündet. Viel Zeit bleibt der Kuh nicht mehr, um gesund zu werden. Der Schlachter wartet schon. Das wehe. Wenn so eine das jetzt noch schlimmer kriegt, dann geht's an den Haken. Das ist einfach so. Die müssen ja getrieben werden. Die können hier nicht mit der Kühe, denn wenn die wieder einen Kalb bekommen haben und werden gemolken, die können die Herde nicht mitlaufen hin und her, und dann ist es natürlich übel. Man kann nicht immer so eine Kuh zu Hause in der Weide haben. Das sitzt arbeitstechnisch gar nicht mehr drin heute. Eine Woche bleibt dem Rindvieh, um mit dem Humpeln aufzuhören. Und dem empfindlichen Knochenbrecher bleibt eine Tränke, um sich den Mist von den Händen zu waschen. Der nächste Morgen beginnt ruhig, fast wie früher. Bis diesem Pferd die Box zu eng wird. Hormone treiben den Hengst. Der 22-jährige Cyrus wittert Stuten. Die Decksaison hat begonnen. Frisches Wasser kriegen wir morgen wieder. Das ist ja egal. Tamme Hanken, schon mit Bier, mahnt seine Angestellten zur Vorsicht mit dem Hengst da draußen. Ich halte das für gefährlich, ja. Wer mit Hengsten nicht umgehen kann, muss sich nicht wundern, dass der Hengst blitzartig aus dem heiteren Himmel den Spieß umdreht und einem zeigt, wie die Hake auf den Stiel gehört. Denn die Hengste sind hochintelligent und sensibel. Wenn ich unseren Alten, wenn der mal ein bisschen frech wird und patzig wird, dann kriegt er mal wirklich einen Klaps ab. Das nützt alles nichts. Er muss mal was auf die Schwarte haben. In dem Moment darf man aber nicht vergessen, wenn er es denn richtig macht, dann muss man ihn noch loben. Langsam, Bruder, langsam. Heute ist der Alte wild. Diesen Hengst hält nur der Knochenbrecher. So, das ist sein Typ. Cyrus deckt im sogenannten Natursprung, so wie in den alten Tagen, sagt Opa. Von sterilen Deckstationen und künstlicher Befruchtung hält man hier in Filsum nichts. Ich liebe den Umgang mit den Hengsten. Auch wenn es mal ein bisschen gefährlich und ein bisschen kribbelig ist oder wenn sie einmal in Schwulitäten bringen, dass sie mit einem auf eine Stute lossausen oder was. Das gehört da alles mit zu. Bloß, es ist halt nichts im Grunde genommen für eine weiche Hand. Hengste wollen wissen, was ist los. Hengste wollen wissen, so kann's gehen. Diese einjährigen Hengste sollen zum ersten Mal auf die Weide. 160 Kilo Tamme Hanken gegen 700 Kilo Pferd. Ja, Bursche, jetzt hab ich dich. Oder nicht? Oder doch? Halfter! Dieser Moment ist der schönste im ganzen Jahr, meint der Knochenbrecher und schwärmt. Hengste haben eine Ausstrahlung und Flair. Es ist Schönheit, es ist Natur. Wie leichtfüßig sie sind, wie sie spielen miteinander. Und es ist einfach ein herrlicher Anblick. Eine Pracht. Du gibst vor den feinen Schnaps, ich hau ihn flach, man nimmt. Prost! Oh, ist das ein Guten. Der reisende Knochenbrecher liebt seine Hengste. Und diese eine CD.
Seit Tausenden von Kilometern läuft keine andere Musik im Auto. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Böhmerwald. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Wald. Welch ein Werk. Auf dem Notizblock der nächste Fall. Doris Roloff, Hausfrau, drei Pferde und ein Ehemann. An ihre vierbeinigen Lieblinge lässt Frau Roloff niemanden, außer Tamme Hanken. Ja, den habe ich eben gerade geritten. Einmal den Schritt hoch und runter. Er läuft aber einwandfrei, Doris. Die Pferde ohne Beanstandung. Plötzlich hat Tamme Hanken dieses Ding in der Hand. Der Knochenbrecher vertraut Pendel- und Wünschelrute auf der Suche nach Wasseradern und vermeintlich schädlicher Strahlung. Das Wasser läuft da runter. Wenn wir mal entlang der Wasserader mit den Globalen gehen. Was das heißen soll, verstehen die wenigsten. Tamme Hanken glaubt daran. Vor einigen Wochen hat er vor dem Stall Kupferspulen verbuddelt. Die sollen die Pferde vor Erdstrahlen schützen. Die laufen etwas schräg. Draußen kann man noch messen, innen dürfen wir es eigentlich nicht mehr messen können, weil wir diese Hütte schon mal entstrahlt haben. Und jetzt wollen wir mal reingehen. Hier müsste extra gutes Klima sein für die Pferde. Und schon sind wir drin in der Hütte und wollen mal pendeln. Es pendelt also total. Man hat in diese Schneise von diesen Pferdeboxen, ein Stückchen weiter hin, wir haben nur diese Parzelle in der Scheune, bis dort 3-4 Meter weit hin entstrahlt. Aber es ist einfach ein Sektor, der strahlungsfrei ist. Hier können sich Pferde entwickeln, hier können Pferde Power kriegen, sie fressen besser, sie sind leistungsbewusster. Schöner geht's nicht. Ah, Lessis, ab die Post. Es folgt ein beschwerlicher Aufstieg durch das kleingeratene Treppenhaus. Frau Roloff hat zum Kaffee gebeten. Im Wohnzimmer nebenan ruckzuck den Hexenschuss des Ehemanns kuriert. Und dann das. Frau Roloff präsentiert ihre eigene Tamme Hanken Fan-Kollektion. Das sieht gut aus. Sehr gut. Und wer hat dir das jetzt gemacht? Eine aus Nordhaus. Wir haben eine richtige Stickerei. Ja, und was kostet jetzt so eine Decke? Die Decke alleine oder das? Nein, ich meine jetzt so. Das Ding, beides zusammen rauf, kostet ja 30 Euro. Bist du verrückt? Oh Mann, oh. Is it then? Passend zu den Decken, Werbejacken für die Pferdeklinik. Frau Roloffs Dankbarkeit scheint grenzenlos. Dazu gibt es Bier und Schokolade satt. Man reitet ja mit dem Logo, um was zu zeigen. Und weil Tamme sehr viel für uns getan hat, an unseren Pferden und alles, davon haben wir das auf den Decken drauf und auf den Jacken. Und wir sind eigentlich glücklich darüber, dass wir uns mit deinem Namen und seiner Reha-Klinik identifizieren können. So geht der Tag zu Ende. Mit glücklichen Patienten und dem schönen Böhmerwald. Schönen Wald.
Der frühe Morgen in der Pferdeklinik beginnt wortlos, wie immer. Der erste Patient des Tages. Ja. Eine halbe Portion aus der Nachbarschaft. Na, Zwecknase. Tamme Hanken muss aufpassen, um dem Winzling nicht weh zu tun. Als er sich über das Pony beugt, da fällt Opa doch noch ein, wie damals alles anfing mit dem Knochenbrecher. Für Pferden hatte ich schon, da war 4, 5 Jahre, dann lief er schon unter die Pferde durch, was er gar nicht sollte. Nicht? Und war immer ganz dicht mit dem Pferd, also war immer in Bewegung so. Nicht? Sein erstes Pferd, nachher kriegt er Norweger, da konnte hier alles mitmachen. Unsere waren viel zu flott. Die schlugen aus und so. Aber ging immer gut. Besoffene Leute und kleine Kinder, die haben immer einen Schutzengel. Ja. Gegen Nachmittag lässt der Knochenbrecher seinen Grill auf dem Hof parken. Tamme Hanken hat 3, 4 Nachbarn eingeladen. Es soll ein paar Kleinigkeiten geben. Die letzten Patienten und Besucher sind vom Hof. Kein Telefon klingelt, kein krankes Pferd braucht Hilfe. Vor der Klinik glüht der Grill. Vom Dorfschlachter gibt es Schweinefleisch, Rind und Pferdewurst, kiloweise. Ich esse alles. Da bin ich nicht wählerisch. Wir essen doch, um irgendwie ein bisschen satt zu werden. Um zu leben. Und was wir essen, ist doch eigentlich scheißegal. Die Leute sich anstellen hier mit BSE und allen Tralala. Solche Geschichten hat es früher schon gegeben. Danach müsste England schon ausgestorben sein, so viel BSE, wie die da auf der Insel gehabt haben. Und sogar Queen Mom ist über 100 geworden. Beim Thema BSE gehen dem Knochenbrecher im Fettdunst schon mal die Gäule durch. Carmen, Tamme Hankens Frau, kennt das schon. Tamme, hör mal auf rumzulabern. Ja, ist doch so, dass immer satt kriegt hier, aber doch so nicht. Dann ist es wieder vorbei mit der Ruhe auf Opas Veranda. Hanken! Ja, wenn das nun so akut ist, dann muss ich ja normalerweise, müsste ich den ja schon morgen auf die Piste, nicht? Ein Notruf aus Bayern. Zu Ihnen hoch. Und München ist von uns aus 800 Kilometer. Ja, ja, das ist ganz weit. Wir sitzen genau am anderen Ende hier in Deutschland, nicht? Morgen früh will Tamme Hanken auf die Autobahn Richtung Süden. Manchmal wundert sich der Knochenbrecher immer noch, von wo die Leute so anrufen. Mund zu Mund in der Pferdewelt geht so schnell. Man macht heute hier ein Pferd irgendwo für den Spitzenreiter fertig und das läuft gut. Und am nächsten Tag schicken die Leute dir schon Tickets aus Übersee. Das ist. In der Pferdewelt ist alles möglich. Ist doch wer wie Jau denn? Ja, mein Maul ist da. Einen Moment. Ach, das kann ja was geben. Junior ist weg und jetzt Oma. Oma und eine Kuh eindrängen. Katastrophe. Das ist das Grauenvoll, dass eine Kuh so dunstet. Ist so. Wir haben eine, darum habe ich auch eine Pferderia und nicht ein Kuhsanatorium. Du hast die Frau. Ja, die Mutter des Bauern bringt den Knochenbrecher hinters Haus zu einer humpelnden Kuh. Tamme Hankens schlimmste Befürchtungen werden wahr. Tagelang hat das Tier im Dreck gelegen und stinkt nach Mist. Es dunstet. Für den 2-Meter-Mann ein Graus.
nur den Einschritt. Das Hüftgelenk ist stark entzündet. Viel Zeit bleibt der Kuh nicht mehr, um gesund zu werden. Der Schlachter wartet schon. Das wehe. So eine, das jetzt noch schlimmer kriegt, dann geht's an den Haken. Das ist einfach so. Die müssen ja getrieben werden. Die können hier nicht mit der Kühe, denn wenn die wieder einen Kalb bekommen haben und werden gemolken, die können die Herde nicht mitlaufen hin und her, und dann ist es natürlich übel. Man kann nicht immer so eine Kuh zu Hause in der Weide haben. Das sitzt arbeitstechnisch gar nicht mehr drin heute. Eine Woche bleibt dem Rindvieh, um mit dem Humpeln aufzuhören. Und dem empfindlichen Knochenbrecher bleibt eine Tränke, um sich den Mist von den Händen zu waschen. Der nächste Morgen beginnt ruhig, fast wie früher. Bis diesem Pferd die Box zu eng wird. Hormone treiben den Hengst. Der 22-jährige Cyrus wittert Stuten. Die Decksaison hat begonnen. Tamme Hanken, schon mit Bier, mahnt seine Angestellten zur Vorsicht mit dem Hengst da draußen. Ich halte das für gefährlich, ja. Wer mit Hengsten nicht umgehen kann, muss sich nicht wundern, dass der Hengst blitzartig aus dem heiteren Himmel den Spieß umdreht und einen zeigt, wie die Hake auf den Stiel wird. Denn die Hengste sind hochintelligent und sensibel. Wenn ich unseren Alten, wenn er mal ein bisschen frech wird und patzig wird, dann kriegt er mal wirklich einen Klaps ab. Das nützt alles nichts. Er muss mal was auf die Schwarte haben. In dem Moment darf man aber nicht vergessen, wenn er es denn richtig macht, dann muss man ihn noch loben. Langsam, Tina, langsam. Heute ist der Alte wild. Diesen Hengst hält nur der Knochenbrecher. So. Das ist sein Typ. Cyrus deckt im sogenannten Natursprung, so wie in den alten Tagen, sagt Opa. Von sterilen Deckstationen und künstlicher Befruchtung hält man hier in Filsum nichts. Ich liebe den Umgang. Also er muss ein Edelstahlgebiss haben. Tamme Hanken, ein riesiger Ostfriese, dessen Hände heilen können. Das ist Chaos, ist das. So ein Beschlag. Wenn ich das sehe, tun mir die Füße selber schon weh. Na, Zwergnase. Egal wie klein, egal wie weit der Weg, Tamme Hanken hilft, wo immer er kann. Und wer sich wehrt, der lernt ihn kennen. Ein Mann, ein Geländewagen, eine Mission. Knochenbrecher in Ostfriesland, da, wo Familien die immer gleichen Namen tragen, seit Hunderten von Jahren. Hier links zum Beispiel ist Heinrich Dün. Landwirtschaft, haben auch noch ein schönes Pferd hier. Rechts ist Johann Dün. Ein Dün jagt hier den anderen, ist alles Familie, ist alles Verwandtschaft. Eine Susanne Dün, die hat dann einen Jansen aus Spolz geheiratet und das war wiederum mein Großvater. Ich sage immer, unsere Ahnentafel ist so lang. Adam, seine Eva, war eine geborene Hanken. Hier auf dem platten Land ist Tamme Hanken eine Legende. Größe 2,10 Meter, Gewicht 160 Kilo. Berufung heilen. Einer, den man holt, wenn es im Stall Probleme gibt. Dieser Wallach kann nicht mehr laufen. Ja, zwei Wochen, also seit drei Wochen geht er ganz, ganz schlecht. Einmal wird er zwischen. Neben Tamme Hanken nimmt sich der Wallach wie ein Pony aus. Doch die Masse allein macht es nicht. Der Mann aus Filsum vertraut auf sein Gespür. Hanken fühlt, was andere nicht mal messen können. Nerven, die eingeklemmt sind, die haben einen ganz kleinen Faktor an Kriegsstrom. Hier gehen die Impulse nicht durch. Und dieses bisschen Kribbeln, das reicht. Ja, da wollen wir mal suchen. Das Schwür sitzt nicht drin.
Guck, das geht ganz einfach. Jetzt halte ich den Nerv fest, löse einen Reflex aus und weg damit. Wenn ich drüber fahre mit meinen Händen, das ist genau, als wenn ein Computerfachmann mit seinem Scanner losarbeitet, wird fühlen, denken und tun. Das ist innerhalb Bruchteilen von Sekunden ein Bild und dann geht's weiter. Ja, hier oben ist es auch nicht. Bursche. Knochenbrecher nennen die Ostfriesen ihre Heiler. Wer Tamme Hanken bei der Arbeit sieht, der weiß warum. Ja, wenn ich jetzt zum Tierarzt gegangen wäre, dann hätte ich abspritzen. Was hätte ich noch gemacht? Vorführen, Röntgen. Wer weiß, was das gekostet hätte. Das habe ich mit ihm alles durchgezogen. Ich war bei 4 Tierärzten in einer Tierklinik. Das hat ein Heidengeld gekostet. Und da muss man immer vortragen. Und dann, wenn das Pferd dann irgendwann klar läuft, dann heißt es, das ist das Gelenk, was kaputt ist. Und dann wird irgendwas angeblich gespritzt, was funktioniert, aber. Also ich habe da keine guten Erfahrungen mitgemacht. Draußen vor der Tür soll sich zeigen, ob der Wallach endlich wieder läuft. Ja, zurück. Der Meister zufrieden. Eine Viertelstunde, ein Wallach auf dem Weg der Besserung. Gut. Er lässt die Schulter wieder gerade in die Bewegung. Das ist schon mal was wert. Geh du ruhig bei und stretch ihn die Beine abends mal ganz hoch. Hier immer vom stehenden Bein lang. So nach vorne. Ja, und Schritt führen kann ich schaden, dass die Entzündung besser rausgeht. Bewegung ist das Beste. Kranke Pferde gibt es viele. Hanken! Eine Kundin aus Bremen ruft an. Ja, ich kann morgen sowieso nicht mit dem Hänger fahren, sonst kriege ich euch gar nicht rein. Ich habe morgen unheimlich was auf dem Schuh. Ich kann auch nicht mit dem Gaul den ganzen Tag unterwegs. Eine Anfrage aus Frankfurt. Was würden sowas kosten? Gut, dass wir einen Rechner im Auto haben. So, mal 14 plus Mehrwert sind das 750 Euro. So. Okay, und da ist aber Elektrolyte, diese ganze Geschichte. Elektrolyte und sowas sind da drin. Aderlass, weiß ich nicht, was das kostet. Aber da können wir doch drum telefonieren. Dann ein krankes Pferd an Ostfrieslands Küste. Moin. Ich habe in Huse im dreijährigen Wallach die Treckkinderben. Wo bist du denn überhaupt, Herr Hus? Wo ist das? Deichstraße 3. Deichstraße. Nehmen wir drauf. Bitte. Der letzte Anrufer wohnt etwas weiter draußen, auf der Insel Baltrum. Der Mann hinter der Sonnenbrille heißt Jörg Heeren, ein Tierarzt. Wenn der Veterinär nicht mehr weiter weiß, ruft er Tamme Hanken. Der Schulmediziner und der Heiler arbeiten seit Jahren zusammen. Der Anmarsch des Knochenbrechers zieht sich. Autos sind auf Baltrum verboten. Weiter hinten toben zwei Haflinger über die Inselweiden. Der dritte will seit Tagen nicht mehr raus. Doch die Urlaubssaison fängt bald an. Der Kutscher braucht sein Pferd. Der Tierarzt greift zum Stethoskop, vermutet eine Kreislaufschwäche. Der Knochenbrecher bückt sich nicht mal. Ein scharfer Blick muss reichen für eine erste Diagnose. Halt ihn nochmal wieder ein bisschen am Kopf. Zu nah. Jetzt gibt es eine Spritze. Aber ich denke mal, du bist ein so gutes Pferd. Kein Problem geben mit dir, ne? Ah, Blut hast du ja noch. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn das Blut läuft, dann lebt er noch. Ja. Jörg Heeren bemüht Spritze und Chemie. Dann übergibt der Schulmediziner an den Heiler. Ich würde sagen, da oben ist ein Stückchen gerade, dass wir da einmal so einmal hin und her laufen. Ja. Wenn er ganz eben läuft, sehen wir es besser. Bekenntnisse eines Tierarztes. Wenn ich mir mit normalen Mitteln nicht weiter weiß und vor allen Dingen, wenn ich Leute nicht zur Klinik wollen, die Klinik ist auch sehr, sehr teuer, dass sie dann noch mal bei Tamme vorbeischauen. Wenn ich meine, Tamme hätte eine Chance, dann sage ich ihnen, sie sollen mal bei Tamme reinschauen. Und wie erklärt sich der Schulmediziner Tamme Hankens Fähigkeiten? Gute Frage. Lässt sich nicht erklären. Das lässt sich nicht immer alles erklären. Natürlich hat er ein gewisses Gefühl, einfach ein Feingefühl und hat einen Sinn für Anatomie und Bewegungsabläufe. Und das, denke ich mal, kombiniert sich bei ihm zusammen. Aber wie kann einer Nerven fühlen, einfach so mit bloßen Händen? Gute Frage.
Frag mich was. Ich weiß es nicht. Dann würde ich das machen. Einfach einige Fälle, muss man objektiv sagen, wo Verbesserungen da sind, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. So, und das, finde ich, ist immer ein Grund, das zu versuchen. Ein pragmatischer Tierarzt, ein kurierter Haflinger. Rückzug aufs Festland. Der Hankenhof in Vilsum, Landkreis Leer. Familiensitz und Pferdeklinik. Auf der Bank Tamme Hanken Senior, genannt Opa. Opa will seine Ruhe und spricht nicht gern mit Fremden. Doch mit der Ruhe ist es lange vorbei. Carmen Hanken, links im Bild, hat ihren Mann selten für sich allein. Und immer dieselbe Frage, wie wird einer Knochenbrecher? So was ist im Grunde genommen ist angeboten. Man fühlt irgendwann mal was und denkt sich da gar nichts bei, groß und so weiter. Aber wir hatten ja in der Familie nun immer jemanden, der es konnte. Und ich war immer ein Verrückter auf Pferden. Ich habe immer, wo ein Pferd war, da war ich auch. Das war immer meine Welt. Und das ging so schnell dann anschließend, dass wir dann abends, wenn was angelegen hat, irgendwo ein Pferd lärm bei Kumpels oder dergleichen, dann hat man dort eine Gerstenkaltschale zu sich genommen und ein Pferd eingerenkt. Das war halt so. Wallach Frederik hat schlimmen Husten. Frederik und das Ehepaar Hess blicken zurück auf 8 Jahre Leidensgeschichte und eine dicke Krankenakte. Vor fachkundigem Publikum fällt Tamme Hanken die erste Diagnose des Tages. Ihr habt einen Kopfgebiss zum Reiten. Ein Griff ins Maul, Knochenbrecher müssen zupacken. Das da unten, das rote, entzündliche, ist eine Allergie auf Kupfer. Also er muss ein Edelstahlgebiss haben. Ja, er kaut auch viel. Ja. Normales Edelstahl, silbernes Gebiss rein. Ja. Wallach Frederik hatte eigentlich nur Husten. Und zurück. Doch Tamme Hanken erkennt das viel größere Problem. So, der andere war nur spannig, aber dieser läuft hinten lahm. Und nun? Ja, müssen wir sehen, wo der Fehler liegt. Guck dir mal nach vorne hin. Und der wird zum Hier kann ich, das Eisen liegt nicht mal am Huf an, vorne. Es ist zwar noch hochgeschmiedet, soll ein bisschen Zehenrichtung sein, aber was ist denn das? Hier kann ja der Kuckuck durchfliegen. Dieser Beschlag, das ist ein granatenmäßiges Ding. Das ist Chaos, ist das. So ein Beschlag. Wenn ich das sehe, tun mir die Füße selber schon weh. Ja, da bezahle ich auch immer ganz viel Geld. Wir machen das gleich anders. Wir gehen eben zu unserem Schmied, der guckt sich das an. Und dann kriegt ihr für nächstes Wochenende einen Termin beim Beschlagen, damit die Welt wieder rund wird. Wann wollt ihr nächsten Sonnabend das machen, Johann? Der muss eine Beschlag drüber haben. Das ist schon unglaublich. Der muss Keile haben. Der ist ja so platt geschnitten worden. Ja, und guck ihm hinten. Innenseite viel zu tief, da kann kein Pferd mitlaufen. Darum tabbelt der auch nur so hin, das ist so ein schickes Pferd. Der muss zum Leben erweckt werden. Wie spät wollt ihr kommen nächste Woche? 10 Uhr? Ja, können wir machen. Kaum ein junger Hufschmied lernt noch, wie man solche Eisen macht. Johann Wilms schmiedet eine sogenannte Zehenrichtung, damit das Pferd ohne Schmerzen laufen kann. Beim Eisen eine Zehenrichtung, dass das Eisen hier rundherum anliegt. Und wenn ich hier vorne drauf drücke, dann muss das abrollen. Das ist eine Zehenrichtung. Wenn ich hier drücke, so mit den Aufzügen, mit dem Eisen, mit den neuen Eisen, mit 2 Aufzügen, dann kann ich hier so viel drücken, wie ich will. Das Eisen rollt nicht ab. Der Huf, der kann nicht abrollen. Der knickt ab, aber nicht rollt, der rollt nicht ab. Und das heißt ja, der Huf soll abrollen und nicht abknicken. So sieht das aus. Frederik und sein Stallgenosse Harkon haben 2 Gänge in der Pferdesauna hinter sich. Herr und Frau Hess scheinen mitgenommen. Nichts ahnend kamen sie in die Klinik. Dort fanden sich eine Kupferallergie, schiefgeschnittene Hufe und katastrophale Hufeisen. Dazu noch der Husten. Dutzende Medikamente hat Frau Hess schon ausprobiert. Und dann zu den Medikamenten nehme ich ja noch immer jede Menge Kräuter und alles mögliche homöopathische Mittel, was man sich vorstellen kann. Ne?
Hab da noch Pfefferminz selbst angebaut im Garten. Kriegen sie auch, aber es nützt nichts. Und dann auch das noch. Frederik keilt unter der kalten Brause aus. Frau Hess bleibt heute nichts erspart. Nebenan staunt eine Dame über den letzten Schrei in der Klinik des Knochenbrechers. Ein Laufband unter Wasser. Aquajogging gegen Muskelschwäche und Gelenkleiden. Und Arme steif oben, oder wie? So kann ich ihn. Plötzlich steht eine alte Frau vor Tamme Hanken und klagt über heftige Schmerzen im Arm. Dann müssen wir da eben nach gucken. Dann kommen Sie mal denn mit. Dann wollen wir mal dem gucken. Immer üben. So, ich halte hier jetzt den fest und nur hoch die Pfoten. Menschen behandelt der Knochenbrecher nicht oft. Immerhin, ein wenig lässt sich der Arm schon heben. Wisst ihr, das geht. Ganz locker. Das ist locker. Während Tamme Hanken noch die alte Frau zwischen den Fingern hat, wird im Stall ausgemistet, gefüttert und eine Stute hübsch gemacht. Die blonde Carmen aus dem Rheinland gab vor 2 Jahren ihren Job auf, zog nach Filsum und wurde Tamme Hankens Frau. Was der riesige Ostfriese im Vorbeigehen erledigt, fällt allen anderen deutlich schwerer. Auch sonst scheint das Leben auf Tamme Hankens Hof nicht immer einfach. Weil er anders ist und anders aussieht, läuft sein Leben halt ja auch ein bisschen anders. Die Leute machen das also, was er gerne möchte. Ich habe da immer so ein bisschen Probleme mit, wenn ich sage, man muss Dinge miteinander abstimmen. Das dann zeitlich gesehen, eigentlich nur zeitlich gesehen. Alles andere kriegt man ja logischerweise hin. Aber so miteinander zeitlich was zu machen, ist dann schon schwierig, weil für Tamme gibt es keine Zeit. Er trägt keine Uhr und im Endeffekt richtet sich für ihn die Zeit danach, wie er eben mit seinen Dingen fertig ist, die er dann gerade eben machen will. Ne? Der Knochenbrecher muss noch mal vom Hof. Die Kuh eines Nachbarn braucht Hilfe. Hier irgendwo rechts muss die Kuh liegen. Nach einer Kuh zu Feierabend. Ich hasse dieses Rindvieh. Hanken? Hallo. Wo bist du? Alle Tour der Hose oder was? Nee. Kilo Tamme Hanken gegen 700 Kilo Pferd. Ja, Bursche, jetzt hab ich dich. Oder nicht? Oder doch? Halfter! Dieser Moment ist der schönste im ganzen Jahr, meint der Knochenbrecher und schwärmt. Hengste haben eine Ausstrahlung und Flair. Es ist Schönheit. Es ist Natur. Wie leichtfüßig sie sind, wie sie spielen miteinander. Und es ist einfach ein herrlicher Anblick. Eine Pracht. Du gibst vor den feinen Schnaps, ich habe ihn flach, man nimmt. Prost! Oh, ist das ein guten. Der reisende Knochenbrecher liebt seine Hengste. Und diese eine CD. Seit Tausenden von Kilometern läuft keine andere Musik im Auto. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Böhmerwald. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Wald. Welch ein Werk. Auf dem Notizblock der nächste Fall. Doris Rolloff, Hausfrau, 3 Pferde und ein Ehemann. An ihre 4-beinigen Lieblinge lässt Frau Rolloff niemanden, außer Tamme Hanken. Ja, den habe ich eben gerade geritten. Einmal den Schritt hoch und runter. Er läuft aber einwandfrei, Doris.
die Pferde ohne Beanstandung. Plötzlich hat Tamme Hanken dieses Ding in der Hand. Der Knochenbrecher vertraut Pendel- und Wünschelrute auf der Suche nach Wasseradern und vermeintlich schädlicher Strahlung. 'S Wasser läuft da runter. Wenn wir mal entlang der Wasserader mit den Globalen gehen. Was das heißen soll, verstehen die wenigsten. Tamme Hanken glaubt daran. Vor einigen Wochen hat er vor dem Stall Kupferspulen verbuddelt. Die sollen die Pferde vor Erdstrahlen schützen. Die laufen etwas schräg. Draußen kann man noch messen, innen dürfen wir es eigentlich nicht mehr messen können, weil wir diese Hütte schon mal entstrahlt haben. Und jetzt wollen wir mal reingehen. Hier müsste extra gutes Klima sein für die Pferde. Und schon sind wir drin in der Hütte und wollen mal pendeln. Es pendelt also total. Man hat in diese Schneise von diesen Pferdeboxen, ein Stückchen weiter hin, wir haben nur diese Parzelle in der Scheune bis dort 3-4 Meter weit hin entstrahlt. Aber es ist einfach ein Sektor, der strahlungsfrei ist. Hier können sich Pferde entwickeln, hier können Pferde Power kriegen, sie fressen besser, sie sind leistungsbewusster. Schöner geht's nicht. Ah, Lessis, abgekost. Es folgt ein beschwerlicher Aufstieg durch das kleingeratene Treppenhaus. Frau Roloff hat zum Kaffee gebeten. Geheilt. Im Wohnzimmer nebenan ruckzuck den Hexenschuss des Ehemanns kuriert. Und dann das. Frau Roloff präsentiert ihre eigene Tamme Hanken Fan-Kollektion. Das sieht gut aus. Sehr gut. Und wer hat dir das jetzt gemacht? Eine aus Nordholz. Die haben eine richtige Stickerei. Ja, und was kostet? Also, er muss ein Edelstahlgebiss haben. Tamme Hanken. Ein riesiger Ostfriese, dessen Hände heilen können. Das ist Chaos, ist das. So ein Beschlag. Wenn ich das sehe, tun mir die Füße selber schon weh. Na, Zwecknase. Egal wie klein, egal wie weit der Weg, Tamme Hanken hilft, wo immer er kann. Und wer sich wehrt, der lernt ihn kennen. Ein Mann, ein Geländewagen, eine Mission. Knochenbrecher in Ostfriesland, da, wo Familien die immer gleichen Namen tragen, seit Hunderten von Jahren. Hier links zum Beispiel ist Heinrich Dün. Landwirtschaft, haben auch noch ein schönes Pferd hier. Rechts ist Johann Dün. Ein Dün jagt hier den anderen, ist alles Familie, ist alles Verwandtschaft. Eine Susanne Dün, die hat dann einen Jansen aus Spolz geheiratet und das war wiederum mein Großvater. Ich sage immer, unsere Ahnentafel ist so lang. Adam, seine Eva, war eine geborene Hanken. Hier auf dem platten Land ist Tamme Hanken eine Legende. Größe 2,10 Meter, Gewicht 160 Kilo. Berufung heilen. Einer, den man holt, wenn es im Stall Probleme gibt. Dieser Wallach kann nicht mehr laufen. Ja, 2 Wochen, also seit 3 Wochen geht er ganz, ganz schlecht. Einmal rückwärts richten. Neben Tamme Hanken nimmt sich der Wallach wie ein Pony aus. Doch die Masse allein macht es nicht. Der Mann aus Filsum vertraut auf sein Gespür. Hanken fühlt, was andere nicht mal messen können. Nerven, die eingeklemmt sind, die haben einen ganz kleinen Faktor an Kriegsstrom. Hier gehen die Impulse nicht durch. Und dieses bisschen Kribbeln, das reicht. Ja, da wollen wir suchen. Gespür sitzt nicht drin. Guck, da geht ganz einfach. Jetzt halte ich den Nerv fest, löse einen Reflex aus und weg damit. Und wenn ich rüberfahre mit meinen Händen, das ist genau, als wenn ein Computerfachmann mit seinem Scanner losarbeitet, wird fühlen,
denken und tun. Das ist innerhalb Bruchteilen von Sekunden ein Bild und dann geht's weiter. Ja, hier oben ist es auch nicht. Bursche. Knochenbrecher nennen die Ostfriesen ihre Heiler. Wer Tamme Hanken bei der Arbeit sieht, der weiß warum. Ja, wenn ich jetzt zum Tierarzt gegangen wäre, dann hätte ich abspritzen. Was hätte ich noch gemacht? Vorführen, Röntgen. Wer weiß, was das gekostet hätte. Das habe ich mit ihm alles durchgezogen. Ich war bei 4 Tierärzten in einer Tierklinik. Das hat ein Heidengeld gekostet. Und dann muss man immer vortragen. Und wenn das Pferd dann irgendwann klar läuft, dann heißt es, das ist das Gelenk, was kaputt ist. Und dann wird irgendwas angeblich gespritzt, was funktioniert. Aber also ich habe da keine guten Erfahrungen mitgemacht. Draußen vor der Tür soll sich zeigen, ob der Wallach endlich wieder läuft. Ja, zurück. Der Meister zufrieden. Eine Viertelstunde, ein Wallach auf dem Weg der Besserung. Gut. Er lässt die Schulter wieder gerade in die Bewegung. Das ist schon mal was wert. Geh du ruhig bei und stretch ihn die Beine abends mal ganz hoch. Hier immer vom stehenden Bein lang. So nach vorne. Ja, und Schritt führen kann nicht schaden, dass die Entzündung besser rausgeht. Bewegung ist das Beste. Kranke Pferde gibt es viele. Hanken! Eine Kundin aus Bremen ruft an. Ja, ich kann morgen sowieso nicht mit dem Hänger fahren, sonst kriege ich euch gar nicht rein. Ich habe morgen unheimlich was auf dem Schuh. Kann auch nicht mit dem Gaul den ganzen Tag unterwegs. Eine Anfrage aus Frankfurt. Was würden sowas kosten? Gut, dass wir einen Rechner im Auto haben. So, mal 14 plus mehr wird es in das 750 Euro so. Okay, und da ist aber Elektrolyte, diese ganze Geschichte. Elektrolyte und sowas sind da drin. Aderlass, weiß ich nicht, was das kostet. Aber da können wir doch drum telefonieren. Dann ein krankes Pferd an Ostfrieslands Küste. Moin. Ich habe in Husay im dreijährigen Wallach die Dreckkinderben. Wo bist du denn überhaupt, Herr Hus? Wo ist das? Deichstraße 3. Deichstraße. Nehmen wir drauf. Bitte. Der letzte Anrufer wohnt etwas weiter draußen, auf der Insel Baltrum. Der Mann hinter der Sonnenbrille heißt Jörg Heeren, ein Tierarzt. Wenn der Veterinär nicht mehr weiter weiß, ruft er Tamme Hanken. Der Schulmediziner und der Heiler arbeiten seit Jahren zusammen. Der Anmarsch des Knochenbrechers zieht sich. Autos sind auf Baltrum verboten. Weiter hinten toben zwei Haflinger über die Insel Weiden. Der dritte will seit Tagen nicht mehr raus. Doch die Urlaubssaison fängt bald an. Der Kutscher braucht sein Pferd. Der Tierarzt greift zum Stethoskop, vermutet eine Kreislaufschwäche. Der Knochenbrecher bückt sich nicht mal. Ein scharfer Blick muss reichen für eine erste Diagnose. Halt ihn nochmal wieder ein bisschen am Kopf. China. So, jetzt gibt es eine Spritze. Aber ich denke mal, du bist ein so gutes Pferd. Kein Problem geben mit dir, ne? Ah, Blut hast du ja noch. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn das Blut läuft, dann lebt er noch. Ja. Jörg Heeren bemüht Spritze und Chemie. Dann übergibt der Schulmediziner an den Heiler. Ich würde sagen, da oben ist ein Stückchen gerade, dass wir da einmal so einmal hin und her laufen. Ja. Wenn er ganz eben läuft, sehen wir es besser. Bekenntnisse eines Tierarztes. Wenn ich mir mit normalen Mitteln nicht weiter weiß und vor allen Dingen, wenn ich Leute nicht zur Klinik wollen, eine Klinik ist auch sehr, sehr teuer, dass sie dann nochmal bei Tamme vorbeischauen. Wenn ich meine, Tamme hätte eine Chance, dann sage ich ihnen, sie sollen mal bei Tamme reinschauen. Und wie erklärt sich der Schulmediziner Tamme Hankens Fähigkeiten? Ja, gute Frage. Lässt sich nicht erklären. Das lässt sich nicht immer alles erklären. Natürlich hat er ein gewisses Gefühl, einfach ein Feingefühl und hat einen Sinn für Anatomie und Bewegungsabläufe. Und das, denke ich mal, kombiniert sich bei ihm zusammen. Aber wie kann einer Nerven fühlen, einfach so mit bloßen Händen? Gute Frage. Frag mich was. Ich weiß es nicht, dann würde ich das machen. Einfach einige Fälle, muss man objektiv sagen, wo Verbesserungen da sind, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. So, und das finde ich ist immer ein Grund, das zu versuchen. Ein pragmatischer Tierarzt, ein kurierter Haflinger.
Rückzug aufs Festland. Der Hankenhof in Vilsum, Landkreis Leer. Familiensitz und Pferdeklinik. Auf der Bank Tamme Hanken Senior, genannt Opa. Opa will seine Ruhe und spricht nicht gern mit Fremden. Doch mit der Ruhe ist es lange vorbei. Carmen Hanken, links im Bild, hat ihren Mann selten für sich allein. Und immer dieselbe Frage, wie wird einer Knochenbrecher? Sowas ist im Grunde genommen das Angebot. Man fühlt irgendwann mal was und denkt sich da gar nichts bei, groß und so weiter. Aber wir hatten ja in der Familie nun immer jemanden, der es konnte. Und ich war immer ein Verrückter auf Pferden. Ich habe immer, wo ein Pferd war, da war ich auch. Das war immer meine Welt. Und das ging so schnell dann anschließend, dass wir dann abends, wenn was angelegen hat, irgendwo ein Pferd lärmt bei Kumpels oder dergleichen, dann hat man dort eine Gerstenkaltschale zu sich genommen und ein Pferd eingerenkt. Das war halt so. Wallach Frederik hat schlimmen Husten. Frederik und das Ehepaar Hess blicken zurück auf 8 Jahre Leidensgeschichte und eine dicke Krankenakte. Vor fachkundigem Publikum fällt Tamme Hanken die erste Diagnose des Tages. Ihr habt einen Kupfergebiss im Reiten. Ein Griff ins Maul, Knochenbrecher müssen zupacken. Das ist da unten, das rote, entzündliche, ist eine Allergie auf Kupfer. Also er muss ein Edelstahlgebiss haben. Ja, er kaut auch viel, ja. Normales Edelstahl, silbernes Gebiss rein. Ja. Wallach. So miteinander zeitlich was zu machen, ist dann schon schwierig, weil für Tamme gibt es keine Zeit. Er trägt keine Uhr und im Endeffekt richtet sich für ihn die Zeit danach, wie er eben mit seinen Dingen fertig ist, die er dann gerade eben machen will. Ne? Der Knochenbrecher muss noch mal vom Hof. Die Kuh eines Nachbarn braucht Hilfe. Irgendwo rechts muss die Kuh liegen. Nach einer Kuh zu Feierabend. Ich hasse dieses Rindvieh. Hanken? Hallo. Wo bist du? Alle Tour der Hose oder was? Nee, ich bin doch Träger. Ist doch wer wie Jau denn? Ja, mein Maul ist da. Einen Moment. Oh, das kann ja was geben. Junior ist weg und jetzt Oma. Oma und eine Kuh eindrängen. Katastrophe. Das ist das Grauenvoll, dass ein Kuh so dunstet. Ist so. Darum habe ich auch eine Pferderia und nicht ein Kuhsanatorium. Du hast die Frau. Ja, oh Mann. Die Mutter des Bauern bringt den Knochenbrecher hinters Haus zu einer humpelnden Kuh. Tamme Hankens schlimmste Befürchtungen werden wahr. Tagelang hat das Tier im Dreck gelegen und stinkt nach Mist. Es dunstet. Für den 2-Meter-Mann ein Graus. Das Hüftgelenk ist stark entzündet. Viel Zeit bleibt der Kuh nicht mehr, um gesund zu werden. Der Schlachter wartet schon. Das wehe. So eine, das jetzt noch schlimmer kriegt, dann geht's danach. Das ist einfach so. Die müssen ja getrieben werden. Die können hier nicht mit der Kühe, denn wenn die wieder einen Kalb bekommen haben und werden gemolken, die können die Herde nicht mitlaufen hin und her, und dann ist es natürlich übel. Man kann nicht immer so eine Kuh zu Hause in der Weide haben. Das sitzt arbeitstechnisch gar nicht mehr drin heute. Eine Woche bleibt dem Rindvieh, um mit dem Humpeln aufzuhören. Und dem empfindlichen Knochenbrecher bleibt eine Tränke, um sich den Mist von den Händen zu waschen. Der nächste Morgen beginnt ruhig, fast wie früher. Bis diesem Pferd die Box zu eng wird. Hormone treiben den Hengst. Der 22-jährige Cyrus wittert Stuten. Die Decksaison hat begonnen. Tamme Hanken, schon mit Bier,
mahnt seine Angestellten zur Vorsicht mit dem Hengst da draußen. Ich halte das für gefährlich, ja. Wer mit Hengsten nicht umgehen kann, muss sich nicht wundern, dass der Hengst blitzartig aus dem heiteren Himmel den Spieß umdreht und einen zeigt, wie die Hake auf den Stiel gehört. Denn die Hengste sind hochintelligent und sensibel. Wenn ich unseren Alten, wenn er mal ein bisschen frech wird und patzig wird, dann kriegt er mal wirklich einen Klaps ab. Das nützt alles nichts. Er muss mal was auf die Schwarte haben. In dem Moment darf man aber nicht vergessen, wenn er es denn richtig macht, dann muss man ihn noch loben. Langsam, Tina, langsam. Heute ist der Alte wild. Diesen Hengst hält nur der Knochenbrecher. So, das ist sein Typ. Cyrus deckt im sogenannten Natursprung, so wie in den alten Tagen, sagt Opa. Von sterilen Deckstationen und künstlicher Befruchtung hält man hier in Filsum nichts. Ich liebe den Umgang mit den Hengsten. Auch wenn es mal ein bisschen gefährlich und ein bisschen kribbelig ist oder wenn sie einmal in Schwulitäten bringen, dass sie mit einem auf eine Stute lossausen oder was. Das gehört da alles mit zu. Bloß, es ist halt nichts im Grunde genommen für eine weiche Hand. Hengste wollen wissen, was ist los. Hengste wollen wissen, so kann's gehen. Diese einjährigen Hengste sollen zum ersten Mal auf die Weide. 160 Frederik hatte eigentlich nur Husten. Und zurück. Doch Tamme Hanken erkennt das viel größere Problem. So, der andere war nur spannig, aber dieser läuft hinten lahm. Und nun? Ja, müssen wir sehen, wo der Fehler liegt. Guck dir mal da vorne hin. Und der wird zum hier kann ich, das Eisen liegt nicht mal am Huf an, vorne. Es ist zwar noch hochgeschmiedet, soll ein bisschen Zehenrichtung sein, aber was ist denn das? Hier kann ja der Kuckuck durchfliegen. Dieser Beschlag, das ist ein granatenmäßigen Ding. Das ist Chaos, ist das. So ein Beschlag. Wenn ich das sehe, tun mir die Füße selber schon weh. Ja, da bezahle ich auch immer ganz viel Geld für. Wir machen das gleich anders. Wir gehen eh zu unserem Schmied, der guckt sich das an und dann kriegt ihr für nächstes Wochenende einen Termin beim Beschlagen, damit die Welt wieder rund wird. Wann wollt ihr nächsten Sonnabend das machen, Johann? Der muss an den Beschlag drüber haben, das ist schon unglaublich. Der muss Keiler haben, der ist ja so platt geschnitten worden. Ja, und guck ihm hinten. Innenseite viel zu tief, da kann kein Pferd mitlaufen. Darum tabbelt der auch nur so hin, das ist so ein schickes Pferd. Der muss zum Leben erweckt werden. Wie spät wollt ihr kommen nächste Woche? 10 Uhr? Ja, können wir machen. Kaum ein junger Hufschmied lernt noch, wie man solche Eisen macht. Johann Wilms schmiedet eine sogenannte Zehenrichtung, damit das Pferd ohne Schmerzen laufen kann. Das ist wichtig beim Eisen, eine Zehenrichtung, dass das Eisen hier rundherum anliegt. Und wenn ich hier vorne drauf drücke, dann muss das abrollen. Das ist eine Zehenrichtung. Wenn ich hier drücke, so mit den Aufzügen, mit den Eisen, mit den neuen Eisen, mit zwei Aufzügen, dann kann ich hier so viel drücken, wie ich will. Das Eisen rollt nicht ab. Der Huf, der kann nicht abrollen. Der knickt ab. Aber nicht rollt, der rollt nicht ab. Und das heißt ja, der Huf soll abrollen und nicht abknicken. So sieht das aus. Frederik und sein Stallgenosse Harkon haben zwei Gänge in der Pferdesauna hinter sich. Herr und Frau Hess scheinen mitgenommen. Nichts ahnend kamen sie in die Klinik. Dort fanden sich eine Kupferallergie, schiefgeschnittene Hufe und katastrophale Hufeisen. Dazu noch der Husten. Dutzende Medikamente hat Frau Hess schon ausprobiert. Und dann zu den Medikamenten nehme ich ja noch immer jede Menge Kräuter und alles mögliche homöopathische Mittel, was man sich vorstellen kann. Ne? Ich habe da noch Pfefferminz selbst angebaut im Garten. Kriegen sie auch, aber es nützt nichts. Und dann auch das noch. Frederik keilt unter der kalten Brause aus. Frau Hess bleibt heute nichts erspart. Nebenan staunt eine Dame über den letzten Schrei in der Klinik des Knochenbrechers. Ein Laufband unter Wasser. Aquajogging gegen Muskelschwäche und Gelenkleiden. Wir
Und Arme steif oben, oder wie? So kann ich ihn. Plötzlich steht eine alte Frau vor Tamme Hanken und klagt über heftige Schmerzen im Arm. Dann müssen wir da eben nachgucken. Dann kommen Sie mal mit. Dann wollen wir mal dem gucken. Immer üben. So, ich halte hier jetzt den fest und nur hoch die Pfoten. Menschen behandelt der Knochenbrecher nicht oft. Immerhin, ein wenig lässt sich der Arm schon heben. Wisst ihr, das geht. Ganz locker. Das ist locker. Während Tamme Hanken noch die alte Frau zwischen den Fingern hat, wird im Stall ausgemistet, gefüttert und eine Stute hübsch gemacht. Die blonde Carmen aus dem Rheinland gab vor 2 Jahren ihren Job auf, zog nach Filsum und wurde Tamme Hankens Frau. Was der riesige Ostfriese im Vorbeigehen erledigt, fällt allen anderen deutlich schwerer. Auch sonst scheint das Leben auf Tamme Hankens Hof nicht immer einfach. Weil er anders ist und anders aussieht, läuft sein Leben halt ja auch ein bisschen anders. Die Leute machen das also, weil sie gerne möchte. Ich habe da immer so ein bisschen Probleme mit, wenn ich sage, man muss Dinge miteinander abstimmen. Das dann zeitlich gesehen, eigentlich nur zeitlich gesehen. Alles andere kriegt man ja logischerweise hin, aber